Das Mittelalter bezeichnet im Großen und Ganzen die Epoche von 500 bis 1500, also einen Zeitabschnitt von 1000 Jahren. Das Medium Ebum, das mittlere Alter, steht damit zwischen der Antike und der Neuzeit und hat daher auch seinen Namen. Eine Periodisierung ist immer eine Frage des Standpunkts. Das gilt für den Begriff des Mittelalters genauso wie für die Unterteilung dieser Epoche. Als Petrarch und die anderen Humanisten das Mittelalter erfanden, meinten sie damit die als finster bezeichnete Epoche zwischen dem untergegangenen römischen Imperium, das idealisiert wurde, und der neuen Zeit, die mit der Wiederentdeckung der Antike angebrochen war. Die protestantischen Geschichtsschreiber der frühen Neuzeit übernahmen dieses Denkmuster gerne. Sie sahen im Mittelalter eine Zeit des Wirkens der Papstkirche, und zwar von Leo dem Großen, der von 440 bis 461 Papst war, bis zum Beginn der Reformation 1517. Dieser Zeitraum wird also als Zeit der Finsternis verstanden. Es dauerte allerdings bis zum 18. Jahrhundert, dass sich der Begriff des Mittelalters auch in der Geschichtswissenschaft durchsetzen konnte. Allgemein üblich wird in der europäischen Geschichtsschreibung der Zeitraum von 500 bis 1500 als Mittelalter charakterisiert. Über den Beginn dieser Epoche und das Ende dieser Epoche, über die zeitliche Eingrenzung dieser Epoche wurde und wird immer wieder diskutiert. Allerdings bleibt es bei dieser groben Einteilung. Ich möchte Ihnen aber auch ein paar Alternativen vorstellen. So zum Beispiel ein ganz früher Ansatz für den Beginn dieses Zeitalters. Dieser definiert das Mittelalter als christlich-religiöse Epoche. Und damit muss das Mittelalter auch in diesem Sinne beginnen. Also mit der Anerkennung des Christentums im Mailänder Edikt von 313 oder spätestens 380, als das Christentum zur Staatsreligion im Römischen Reich geworden war. Damit sind wir natürlich tief in der Spätantike drinnen. Ein sehr später Ansatz für den Beginn des Mittelalters entwickelte sich aus der sogenannten Feudalismus-Diskussion. Hier wird vom 3. bis zum 8. Jahrhundert eine Übergangszeit vorgeschlagen. Dann, ab 1000 spätestens, beginnt das eigentliche Mittelalter. Trotzdem ist es sehr populär, sich am römischen Weltreich zu orientieren. 476 endet das weströmische Reich mit der Absetzung Kaiser Romulus Augustulus. Ähnlich verhält es sich dann mit dem Ende dieser Epoche. Eine religiöse Sichtweise lässt den Blick auf das Jahr 1517 werfen, als Luther seine Thesen aufstellte und die Reformation einsetzte. Das Mittelalter wird so zu einer religiös definierten Epoche. Beginn und Ende ist also das universale lateinische Christentum, das alleinig die Religion, die christliche Religion im Westen Europas war. Im Sinne eines Reichsgedankens kann man dann auch das Jahr 1453 hernehmen. In diesem Jahr wurde Konstantinopel von den Osmanen erobert und damit endet hier endgültig die Tradition des Oströmischen Reiches. Kühne Medievisten lassen das Mittelalter gerne auch etwas länger dauern. 1648 wurde durchaus auch diskutiert, also der Westfälische Friede. In Frankreich wird mit dem Ende des Feudalismus, was gerne mit dem Mittelalter gleichgesetzt wird, das Jahr 1789 hergenommen. Überträgt man diesen Gedanken, Ende des Feudalismus, auch auf Österreich, dann endet das Mittelalter theoretisch erst 1848. Denn 1848 wurde
die Gerichtsbarkeit den Adeligen entzogen und in staatliche Hände gelegt. Genauso wurden in diesem Jahr die Bauern eigene Herren von Grund und Boden. Und so wird das Mittelalter zu einer Zeit des Adels, zur Feudalzeit.